Jo Leute, herzlich willkommen zu League of Legends Werbung! Naja, drei Stück. Werbung Nummer 1. Warum schaust du dir Videos an, wenn du League of Legends spielen könntest? Ja, warum wohl? Weil League of Legends langweilig ist. Kostenlos, ohne Vorteile für zahlende Spieler. Natürlich keine Vorteile für zahlende Spieler. Riot Games profitiert dort durch zahlende Spieler und muss dementsprechend irgendwas anbieten, wie bei Patreon oder OnlyFans. Sorry, Geldsack. Kauf dir eine Insel und nerv nicht rum. Übelst geil, der hat jetzt eine Insel. Kann ich auch eine haben? Nein, ich will aber nicht raus. Da sind Menschen und Verschwörungstheoretiker. Ich versuche hier League zu spielen. Mit meinen Freunden. Aus Fleisch und Blut. Tolle Freunde hast du da. Können die auch reden, atmen, sich bewegen? Ach nee, da sind bestimmt Leichen im Sack. League ist wie ein Sport, der Spaß macht und die abfällige Blicke von deinen Eltern einbringt. Worauf wartest du noch? Wo ist Leuch Sport? Obwohl, Fingersport. Für Fingersport kann ich auch Warframe, COD, Fortnite oder Cyberpunk, obwohl das letzte Beispiel ist komplett beschissen, zocken. Die Finger werden so oder so trainiert. Den größten Nervenkitzel haben? Mörder. Wer kennt's nicht? League of Legends. Nervenkitzel pur. Und jetzt das Gameplay. Nervenkitzel. Wie schön es doch ist, Träume zu zerstören. Ach, wirklich? Ist es das? Deine Freunde sind so echt wie Action League of Legends. Nicht real. League of Legends, spiel's doch mal. Okay, ich hab's gespielt. Es ist beschissen. Werbung Nummer 2. Guten Morgen, Internet. Ich hab zum ersten Mal ein paar Legends gelegt und es war... der Wahnsinn. Halt dich gut fest. Ich hab gewonnen. Mein erstes Spiel. Du hast verloren. Aber mit Stil. Die Werbung ist scheiße. Mit Stil verlieren. Wie soll ich mir das vorstellen? Nein! Danke, Schnittprogramm. Bisher wusste ich einfach nicht, wo ich anfangen sollte. Es gibt knapp 1 Million Charaktere. Hab nachgezählt. Es sind aber nur mehr als 140 Champions. Boah, der Protagonist kann ja voll gut Mathe. Es fing ganz gut an, hab mich im Garten umgesehen, ein paar Gartenzwerge für Geld hochgejagt. Aber dann war da dieses kleine, unschuldige Mädchen. Ich dachte, ob ich dir helfen soll? Hat sie sich verirrt? Gehört das zum Spiel? Bevor ich mich entscheiden konnte, ging ich in Flammen auf. Tat weh. Und einmal war ihr natürlich nicht genug. Es passierte 3 Mal in Folge. Nein, sie ist nur in einem Videospiel drin. Natürlich ist sie kein Teil des Spiels. Dann haben wir verloren, aber es war trotzdem eine Mordsgaudi. 10 von 10, 4 Löffel, A+. Eine reife Tomate, warum auch immer. 10 von 10, 4 Level, A+ und eine reife Tomate. Bitte mehr Bewertungssysteme einfügen. Werbung Nummer 3. Hey, Lust was Cooles zu zocken? Ich auf jeden Fall. Ja, ich zock Warframe. Ich war ewig nicht mehr draußen. Dass du länger nicht mehr draußen warst, das sieht man dir an. Okay, spielen wir League of Legends. Kennst du das? Klar doch, haut voll rein. Und das will Lau, das kann man sich gönnen. Wärst du kein Eigenbrötler, würdest du schon lange daddeln. Ja, ich kenne LOL, das Spiel ist scheiße. Hat der mich gerade beleidigt als Eigenbrötler? Jawohl, ja! Worauf wartest du? Zeit, Freundschaften zu schließen. So einfach kann man Freundschaften schließen? Warum hast du dann keine Freunde? Habt ihr Problem oder was? Und so funktioniert's. Zuerst wählst du einen Champion. Und von denen gibt es nicht wenige. Cool, mehrere Champions! Kann ich nicht einfach wieder Warframe spielen? Nein, der Tester, der Schnauze! Dir gefallen die Fähigkeiten, aber der Schnurrbart ist Panne? Nur die Ruhe. Scheiß auf das Aussehen, Bro, es geht um die verdammte Spielweise. Dank der coolen Skins wird jeder glücklich. Ich will weniger Karibik und mehr Sailor Moon. Ja, genauso gefällt mir das. Okay, das war schlimm. Yuki und Pico sind ein Witz dagegen. Selbst Euphoria wird clean dagegen. Wenn du dann ins Spiel kommst, geht die Party los. Pausenlos epische Action und eine Prise Strategie. Guckst du? Action? Kann er bitte aufhören? Da hat selbst Clash of Clans mehr Action als diese Scheiße.
Gib deinem Gegner mit allem Möglichen auf die Nuss. Schwerter, Bögen, Magie, Zähne. Immer noch Probleme? Dann schau beim Händler vorbei und kauf dir was Krasses. Bestimmt ist die Ausrüstung schuld, nicht deine angeborene Unfähigkeit. So will doch keiner dieses Spiel spielen. Marketing durchgespielt. Du kannst 5 verschiedene Rollen meistern. Und bei über 100 Champions und 200 Gegenständen macht das, Taschenrechner, circa 1 Milliarde Kombinationen. Aber Mathe ist nicht meine Stärke. Falsch. 10.000, du Depp. Arbeite dich die Rangliste hoch und meistere dein Champion. Du musst dich ständig verbessern, aber nicht für das nervige echte Leben oder deine Karriere, sondern für League of Legends. Prioritäten. Klar, reales Leben. Essen, trinken, extra kauen. Kochen, putzen, wischen, saugen, vielleicht auch die Familie und Haustiere ernähren. Und wenn man selbstständig ist, einfach Leben wegwerfen. Wegen League of Legends. Beste Idee. Denk nur an den ganzen tollen Ruhm. Du kannst Teil dieser großen Community werden. Scheiß auf den Ruhm. Ich selbst fühle seit Jahren nichts mehr. Toll, ich auch nicht. Da sind wir schon 2, aber mein Verstand ist noch besser in Schuss. Also, was ich sagen will ist, League of Legends verändert dein Leben. Wo verändert LOL mein Leben? Ach ja, ich investiere Zeit in ein Game, worauf ich keinen Bock habe. Worauf wartest du noch? Schnell, das Video ist schon fast vorbei. Verlier keine Zeit mehr. Hier erwartet dich dein Lieblingsspiel. Jeden Tag kommen neue Spiele dazu. Lass dich bloß nicht abhängen. 2, 1, Spaß. League of Legends. Jetzt runterladen und spielen. Warframe oder Kingdoms of Amalur sind meine Lieblingsgames. Aber nicht LOL. Danke fürs Zuschauen, ihr blöden Arschgeigen.